So. Oh, mit Solar. Normalerweise würde ich nicht mit dem Skelett anlegen, aber um es kurz klarzustellen, er hatte Leben, ich wollte es haben. Bada bum, bada bing. Passiert. So, jetzt bin ich immer noch nicht da. So. Und so. Wow, das war knapp. Noch ein bisschen Money in the Bank. Oh, hier ist noch mehr. Mhm. Stopp. Wieso gehe ich runter? Da unten war diesmal ja wirklich gar nichts. Oh, da bin ich schon ans Mikro gekommen. Tut mir leid, Kinder. Da geht's auch runter. Einfach mal schauen, ha? Ja, sonst ist nicht mehr viel übrig. Oh, Mr. Bones fliegt aber ganz schön weit, hör mal. So. Sag mir, dass ich angekommen bin. Wieso sagt es nichts? Fuck. Oh, nochmal Glück gehabt, ha? Take no damage. Ganz cool. Easy, alles cool. Ja, der Rückweg ist schon ein bisschen tricky. Vampire Rune! Yes! Fuck! Und nochmal zu Fuß zurück. Einfach ein bisschen dashen hier und da und hier und da. Und hier und das war's schon. Oh, mein Geld. So. Und was haben wir hier? Wow. Sowas kommt nicht so oft vor. Hab ich vorher noch nie gesehen. Und bitte was? Ich sehe, dass da unten einer durch kann, aber ich wusste nicht, dass ein Headless Horse das auch kann. Naja. Wir wollen schon was in Frage stellen bei dem Spiel hier. So. Dann schauen wir mal. Was es denn hier unten gibt? Nichts. Wasser. Bedeutet, es kann nur an einer Stelle sein. An einer Stelle. So, und nochmal hoch und da 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 na 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 na. Oh je. Wow,
Wo kommst du, blöde Sau, denn her? Wow! Kurz mal gucken. Hallo? Gibt es hier was umsonst? Gut, ich wollte schon sagen. Ich habe den nicht mal gesehen wegen der Karte. Eigentlich ein super Versteck für einen Bösewicht. Hinter der Karte. Da, wo der Held nicht hinsehen kann. Critical. Ja, noch ein bisschen. Komm schon. Und zack. Oh, da gab's aber viel Geld raus, hör mal. Und du? Okay, es ist nicht mehr lang. Bald müssen wir es doch gefunden haben. Wenn man davon spricht, ha? Jetzt können wir zu Maya. Und Rock Hard. Okay, ich weiß auch gar nicht, was ich mir danach kaufen soll. Noch ein bisschen Power vielleicht? Ich weiß es nicht. Okay. Da möchten wir hin. Ich bin mal gespannt. Frage mich sogar schon, wie es wird. Wie wäre es, wenn wir einfach... Nee, so war es nicht ausgemacht. Nachgucken. So war ich gerade dran am Reden. Let's go. Der Gegner, über den ich mich so in letzter Zeit aufgeregt habe. Ponce de Leon. The Sentinel. Oh, cool. Ponce de Leon. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der happig wird. Wow. Ah, fuck. Das Lied ist ja mal arschcool. Wenn das nicht untertrieben ist. Also, wow. Boah. Also gegen den haben wir noch keine Chance. Und wenn doch, dann muss ich mich anders vorbereiten. Ich muss mich auf jeden Fall anders vorbereiten, aber... Wow. Krass. Lady Mary has been slain by Ponce de Leon, the Sentinel. Den Typen merke ich mir. Den Typen merke ich mir. Als nächstes, Sir Dude, Lady Chun-Li the Fourth. No thanks. Vertigo, Sir Mace, the Hokage. Kurz gucken.
die User's Blanket. Es war ein Paladin. Nee, warte. Ein Paladin hat, glaube ich, dann Dingsbums geschlagen. Alexander. Der Hokage wäre natürlich Utento Exaggerate, Hypochondriac. Okay. Warte. A risky hero, low stats, but can land devastating critical strikes. Wird lang kein Assassin mehr. Also. Komm, wieso nicht? Und Hypochondriac ist bestimmt interessant. Habe ich noch nicht gesehen. So, wieder hier. Ich denke, hier kann man noch ein bisschen was Geld da lassen. Und hier. Und dann denke ich. Reicht das erstmal, weil dann können wir hier. Oh, sieht mal cool aus. Entschuldigung, ich war gerade etwas abgelenkt. Mal hier mal gucken. Das ist ein neues Schwert. Sage Sword. Gold Bonus. Aber weniger Damage. Das wäre nicht das, was ich wollte. Guardian Helm. Weniger Health, mehr Mana, mehr Armor. Mana ist aber nicht da so mein Ding. Überhaupt, also. Hier ist Armor, mehr Gewicht. Also nochmal 10 Mana. Kann ich mir aber auch nicht leisten, also. Guardian Limbs. Nö. Aber hier. Anstatt den würde ich schon hier die den Sage-Typen da holen. Ja, und hier ist immer noch gleich. Gut. Jetzt war's mit dem Vampire, ne? Kam noch was dabei. Hier nischt. Hier nischt. Hier. Retaliation und. Da müsste ich aber das Fliegen aufgeben. Dafür macht es mir doch noch etwas zu viel Spaß. Ha. Was mache ich denn da? Was mache ich da? Dann gebe ich das Geld doch gerade woanders aus und dann. Aber wo? Dilemma. Noch Equip Up fürs nächste Mal, falls das nächste Mal kommt. Okay, also stark sind wir nicht, aber anscheinend. Ich würde gerne meine Stats sehen. Kann ich die hier sehen? 15 Critical Chance und 125 Critical Damage. Ich weiß nicht, ob das nicht normal ist. Ich weiß es nicht. Exaggerate the damage you take. Can't get knocked back. Bounty. Each gold drop is 20% more valuable. Armor. Health. Mana. Armor. Critical Damage 300%. Ist ein bisschen mehr. Critical Chance 23%. Ist auch nicht schlecht. Trotzdem sind wir schwach. Und. Naja. Okay. Exit. Dann würde ich sagen. Mein Name ist Edwin Winkmann. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das heißt Let's Play Rogue Legacy.
Haben wir auch wieder fast 2 Stunden aufgenommen. Bis dahin! Ciao.